Moin bei Hamburg immer anders. Wir haben wieder einige spannende Geschichten für euch parat und bewegen uns heute vor allem zwischen den Polen, Heimat und Fremde. Die nächste halbe Stunde steht also ganz im Zeichen von Neuanfängen, Begegnungen, Traditionen und Herkunft. Seit ihrer Geburt gilt Kaleda als staatenlos. Wie sich das anfühlt, davon erzählt der Animationsfilm Heimatlos. Bei Kassen gehöre ich zu Hamburg wie Fisch zum Brötchen. Doch wie fühlt man eigentlich bei Kassenschipperin? Kleiderspenden sortieren, packen und organisieren. Basti und Mahmoud machen ihren BFD bei Hanseatic Help. Wenn aus fremder Heimat und aus Kollegen Freunde werden. Das klingt jetzt erstmal nach einem kitschigen Film, kann so aber natürlich auch trotzdem in der Realität passieren. Zum Beispiel bei Hanseatic Help. Die ehrenamtlichen Helfer des Vereins versorgen geflüchtete Menschen mit Kleiderspenden, Hygieneartikeln und mehr. Durch die Arbeit in Tandems kann dabei allerdings auch noch viel mehr rumkommen als warme Hände und geputzte Zähne. Wer hier am Ende des Tages seinen Namen an die Säule klebt, weiß, dass er Gutes getan hat. Inmitten von Pullovern, Schuhen und Kuscheltieren tummeln sich bei Hanseatic Help Menschen, die mit anpacken. Dazu gehören Basti und Mahmoud. Seit 4 Monaten machen sie ihren BFD bei der Kleiderspende. Mittlerweile sind sie ein eingespieltes Team. Das war jedoch nicht von Anfang an so. The first time when I met him, I thought we cannot make a conversation because I don't speak Deutsch very well. But then we make mix between Deutsch and English and we are friends now. Then ich habe ein Problem im Arbeit oder etwas schwierig, Erklärung und macht das einfach für mich. Die beiden sind Teil des Tandem-Programms, bei dem immer ein Geflüchteter und ein Einheimischer zusammenarbeiten und voneinander lernen. Ich habe eigentlich beobachten können, wie er so als Mensch ist und habe da auch selber was von aufnehmen können. Also wie ich schon gesagt habe, er ist sehr reif, sehr fleißig und auch immer sehr strebsam, kann man sagen. Also immer in der Freizeit, also wenn er mal einen Augenblick kurz Zeit hat, setzt er sich immer an den Tisch und lernt Deutsch. Oder wenn er irgendwo unten eine Arbeit verrichten muss, dann macht er das auch super gewissenhaft. Und so versuche ich das alles auch dann zu machen. Machst du mal eins Ende. Sollte es doch mal Probleme geben, wenden sich die insgesamt 10 BFDler an Mine Lavas. Das Programm befindet sich schon in der 3. Staffel und zeigt laut Mine große Erfolge. Gemeinsam einen Weg zu gehen, das ist der wahre Weg zur Integration. Wir können nicht erwarten, dass Menschen sich einem System anpassen, sondern wir müssen auch diese Menschen verstehen. Und das können wir nur im Gemeinsamen tun. Und wenn diese jungen Leute tagtäglich mehrere Stunden miteinander arbeiten, entwickeln sie Empathie, sie spüren sich gegenseitig, sie verstehen sich gegenseitig und das wird kurzfristig und langfristig auch zu einer besseren Integration führen. Die BFDler übernehmen Verantwortung und lernen, sich aufeinander zu verlassen. Auch in ihrer Freizeit gehen sie zusammen Schlittschuhlaufen, essen oder machen einen Spieleabend und tauschen sich aus. Ich habe viele Sachen von Basti gelernt, über Deutschland, über Kulturell, über Sprache. Essen. Wie gesagt, ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht und habe dieses Jahr gemacht, um sozusagen mein Jahr Pause zu haben, weil ich nicht gleich studieren wollte. Und ich glaube auch, dass das eine tolle Entscheidung war, weil ich habe das Gefühl, in diesem nicht mal Jahr, dass ich jetzt hier bin, schon mehr mitgenommen zu haben menschlich, als in der ganzen Schulzeit. Also man entwickelt sich hier einfach mega weiter. Um diese Entwicklung zu fördern, werden die Tandempartner alle 3 Monate gewechselt. Karton für Karton bauen sie so das Fundament für ein verständnisvolles Miteinander und sorgen nebenbei dafür, dass es Bedürftigen nicht an Kleidung fehlt. Wer Hamburg besucht, muss natürlich auch eine große Hafenrundfahrt mitnehmen. Doch was wären der Anblick von Speicherstadt, Kühlbrandbrücke und Containerterminals ohne die Geschichten des Barkassenkapitäns? Früher haben die Barkassenschipper die Hafenarbeiter zu ihrer Arbeit gefahren. Heute versorgen sie Touristen mit Infos und Entertainment. Pauline ist eine der wenigen Frauen, die diesen außergewöhnlichen Job in unserer Hafenstadt gerade erlernt.
Wir sind einen Tag mit ihr mitgeschippert. Sonntag, 10 Uhr an den Landungsbrücken Hamburg. Dienstbeginn für Pauline Heise. Nachdem sie klar Schiff gemacht hat, geht's los. Achso, ich habe jetzt noch keinen Kaffee aufgesetzt. Mach ich noch. Ne? Viermal wird sie heute die große Rundfahrt machen und dabei den Touristen alles Wissenswerte über den Hafen erzählen. Zuallererst natürlich die Vorstellung der Besatzung. Oben im Steuerhaus sitzt der Jörn. Der wird uns dann einigermaßen sicher durch die Gegend bringen. Und ich bin Pauline. Ich bin ja Auszubildende, Erklärwehr, professionelle Antüglerin und Servicepersonal. Ich mache halt alles außer das mit dem Fahren. Da muss ich noch ein bisschen üben. Die Strömung hier im Hamburger Hafen war seit jeher schnell und dementsprechend auch gefährlich. Und so konnten die Schiffe mit schwachen oder gar keinen Antrieben an einigen Stellen nicht mehr passieren. Man hat dann vor über 100 Jahren 7 Schleusen in dem Hamburger Hafen gebaut. 3 davon gibt es heute noch und eine ist eben die Ellerholz-Schleuse, in der wir jetzt gerade sind. Hier ist es dann wirklich aufregend, denn hier passiert nichts. Wir werden nicht angehoben oder abgesenkt. Der Pegel, der Wasserstand, ist auf beiden Seiten derselbe. Diese Schleuse wurde also nur dazu gebaut, die Strömung zu stoppen, damit wir die gleiche kurze Verbindung haben, das Wasser aber nicht. Ich habe mir viele Studiengänge in Hamburg angeguckt und mir hat halt nichts wirklich gefallen. Und dann musste ich mir eine Ausbildung suchen und ein Freund von mir sagte, geh doch in den Hafen. Ja, die Leute sind alle ein bisschen verrückt an der Birne, da passt du ganz gut rein. Und dann habe ich halt mal geguckt, wer was anbietet, wo ich eine Ausbildung machen kann. Und dann bin ich halt eben auf diesen Betrieb gestoßen, auf Gregors. Und habe hier mein Praktikum gemacht und habe mich halt drin verliebt. Und habe gesagt, gut, das machst du jetzt. Nur etwa 20 Auszubildende gibt es in Hamburg pro Jahr. Auf Paulines Lehrplan stehen dann Nautik, Technik, Mathe, Politik und Wirtschaft. Das Schifffahren selbst lernt sie im Betrieb, immer unter Anleitung eines ausgelernten Schippers, der bei Fragen und Problemen hilft. Mit der fertigen Ausbildung wird mir ja bescheinigt, dass ich genug Fahrzeit habe, um ein Schiff zu führen und das auch gelernt habe in der Ausbildung. Und das Ziel ist dann, so schnell wie möglich das Patent hinterherzuschieben und dann richtig fahren zu lernen. Ich kann es jetzt schon ein bisschen, aber mir fehlt einfach auch noch die Praxis, die Übung dafür. Und dann kommt der Personenbeförderungsschein hinterher, dass ich dann auch alleine fahren darf. Das ist so der Plan. Mich hat mal tatsächlich ein Gast aus Bayern gefragt, wann wir die Sturmschäden an dem Gebäude reparieren. Sturmschäden, ist klar. Das sind natürlich keine Sturmschäden, das muss so aussehen und das war auch teuer. Für uns geht es jetzt in Richtung Speicherstadt. Tatsächlich schaffen wir die ganze Runde, das passt gerade ganz gut mit dem Wasser. Hier gibt es dann auch mein absolutes Lieblingsmuseum, da war ich schon 10-mal dieses Jahr. Ich weiß, man sieht es mir an. Hier gibt es das Schokoversum, das ist ein Museum über die... Ich bin ein sehr direkter Mensch. Und mach auch gerne mal die Klappe auf. Und das kann ich hier halt und kann es Helücht nennen. Das ist ganz lustig. Ne? Also immer einen flotten Spruch auf der Zunge. Das ist eben dieses Helücht, das ist wichtig. Dafür kommen die Menschen ja auch. Helücht, also er lügt. Das schrien früher Hafenarbeiter den Touristen zu, um diese vor den maßlosen Übertreibungen der Barkassenfahrer zu warnen und nicht jedes Wort zu glauben. Der Ausruf hat sich als Berufsbezeichnung für Barkassenfahrer durchgesetzt und wird selbst bei den Azubis gelebt. Ja, denk dran. Bei uns gibt es immer Sonnenschein. Manchmal ist er halt flüssig und manchmal da ist er trocken. Ist halt nicht so Standard, wie man sonst kennt von Leuten, die so Führungen machen und dann nur die Fakten runterlesen oder so. Das ist sehr interessant. Sehr schön gemacht, sehr schön moderiert, sehr schönes Tempo, alles wunderbar. Die macht das sehr gut, die macht das sehr vital und authentisch. Sehr gut gefällt mir eben dieser Mischmasch. Ich habe halt dieses Technische vom Schiff mit Wartungsarbeiten, mit kleineren Reparaturen, mit Kreativität. Ja, manchmal muss man sich auch ein bisschen eine Bastellösung ausdenken. Ich habe aber auch gleichzeitig das mit Menschen. Ja, ich kann den ganzen Tag reden und werde dafür bezahlt. Wer träumt da nicht von? Das ist schon ganz lustig, so diese Kombination. Und das ist das, was mich hier so gereizt hat an der Tourismusbranche. Vorsicht, nicht dazwischen treten. Ja, sonst habt ihr die gleiche Haarfarbe wie ich. Also 1 so und 6 sind da. Die nehme ich euch mal ab. Ja, und das da? Das behaltet ihr, genau. Okay. Hallo. Moin. Nachdem alle neuen Passagiere an Bord gegangen sind, geht's für Pauline weiter auf die letzte Tour für heute,
bei der sie wieder viel Wahres, aber auch Tünkram über den Hamburger Hafen erzählen wird. Jetzt gibt's mal wieder etwas Neues. Wir wollen euch nämlich heute und auch in Zukunft nicht nur wie gewohnt die etwas anderen Seiten eurer Lieblingsstadt, sondern auch eine kleine Filmreihe zeigen. Diese haben Studierende der Hochschule für angewandte Wissenschaft produziert. Darin dokumentieren sie Menschen und ihre ganz individuellen Fluchtgeschichten in kurzen Animationsfilmen. Claudia Theer hat in ihrem Film Heimatlos die Suche ihrer Interviewpartnerin Kaleda nach Identität und Ursprung nachgezeichnet. Naja, in Afghanistan ist der Krieg ausgebrochen. Als wir hergekommen sind nach Hamburg zu meinem Onkel, 89, war das mehr wie so ein Warteposten. Warte mal, es wird bald wieder Frieden geben. Und zwei meiner Onkel haben uns so ein bisschen überredet, hier zu bleiben. Ich glaube, zu sagen, ich bin hier angekommen, für mich selber zu sagen, das ist mein Zuhause. Ich müsste ein Zuhause haben und das habe ich nicht. Ich müsste mir keine Sorgen machen, vielleicht abgeschoben zu werden. Ich habe keinen deutschen Pass. Es wird gerade wieder darüber diskutiert, ob Afghanen abgeschoben werden. Und das ist so ein Gefühl von wegen, viele Migranten, die herkommen, möchten ja auch irgendwo ankommen. Aber ob sie angenommen werden, ist auch wieder so eine Sache, dass nicht in deren eigenen Händen liegt. Afghanistan für mich war eigentlich immer so eine Sache, von der man mir erzählt hat, weißt du, unser Leben damals in Afghanistan. Und das, ich dachte mir eigentlich, dass das alles Blödsinn ist. Ich habe das nicht geglaubt. Aber es gibt so Sachen, die man nicht fassen kann. Und sie sind trotzdem da. Ich habe irgendwie immer so eine Sehnsucht danach, mal dahin zu gehen und irgendwie an so einem Granatapfelbaum, wie meine Mutter das erzählt, so einen Granatapfel pflücken und habe so Fernweh. Und ich würde gerne meine Heimat erkunden. Also wenn es meine Heimat ist, das würde ich gerne herausfinden. Ob ich zu entfremdet bin, ob ich da reinpassen würde oder nicht. Wobei ich glaube, ich würde da vermutlich nicht reinpassen. Wo ich anfangs dachte, das ist Teil meiner Herkunft, also komme ich her. Dass es Teil meiner afghanischen Identität ist. Es ist so fern, es ist so illusorisch. Ne? Stell dir mal vor, du bist voll interessiert an dem Mond und irgendwer möchte dich dahin schicken. Kannst du dir das vorstellen? Ich meine, du hast dich sehr viel über den Mond informiert. Und er ist irgendwie ein Teil von dir. Du siehst ihn ja immer aus der Ferne. Du bist hier auf der Erde und guckst mal. So ist es mit mir auch mit Afghanistan. Ich sitze zu Hause und schaue durch die Röhre in das Land. Und irgendwer sagt mir, ich soll mal dahin gehen. Wie soll ich mir das vorstellen? Werden Roboter in Zukunft einmal die Weltherrschaft übernehmen? Das kann ich nicht beantworten und diese Frage überlasse ich auch erstmal den Science-Fiction-Filmen. Ganz in der Realität angekommen ist dagegen die Frage, ob und wie Roboter und künstliche Intelligenzen nicht nur zunehmend unser Privatleben, sondern auch unsere Arbeitswelt verändern. Im Museum der Arbeit in der Ausstellung Out of Office könnt ihr selbst einmal mit einem Roboter kommunizieren und auch die zukünftigen Möglichkeiten der KI-Technik entdecken.
Gemälde, die keinesfalls von Menschenhand geschaffen wurden. Ein Musikstück, das einer Sonate Bachs gleicht. Drehbücher, dessen VerfasserInnen anorganischen Ursprungs sind. Out of Office, wenn Roboter und KI für uns arbeiten, beschäftigt sich mit der Frage, wie viel Roboter und KI wir in unserer Arbeits- und Alltagswelt zukünftig zulassen wollen. Aber auch die erste Kontaktaufnahme wird ermöglicht. Ich glaube, das ist ein Schritt, dass wir hier gar nicht die am weitesten entwickelten Roboter, sondern die vielleicht in Deutschland verbreitesten zeigen. Und viele haben noch nie mit einem Roboter in dem Sinne gesprochen. Ja, ich mag Sport, besonders Fußball. Ich kann den Ball sehr gut schlagen, so. Außerdem mag ich neue Dinge lernen und mag mit Leuten sprechen. Die Ausstellung nähert sich dem kleinen Nao über die historische Seite von Arbeit an. Die Geschichte zeigt, dass der Mensch seit jeher versucht, die eigene Arbeit durch Werkzeuge und Maschinen zu erleichtern. Durch Roboter, KI und Digitalisierung haben wir eine nächste Stufe des Wandels erreicht, die unsere Arbeitswelt fundamental verändert. In der Ausstellung greift man das Alltagsleben tatsächlich auch unterschiedlichster Gruppen heraus. Es geht darum, wie werden wir in Zukunft arbeiten? Das betrifft natürlich auch eine Gruppe vieler junger Menschen, dass man sagt, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Es betrifft aber auch alle anderen Menschen und es werden verschiedenste Berufsgruppen auch in der Ausstellung vorgestellt. Eine Schauspielerin verkörpert 8 ganz unterschiedliche Berufe und beleuchtet, welchen Einfluss Robotik und KI auf unsere Arbeitswelt ausüben. Zu meinen Hauptaufgaben gehören ja Kinderbetreuung in erster Linie, ne? Und auch pflegerische Tätigkeiten natürlich, Organisation. Und wenn der Roboter mir jetzt die Dokumentation abnehmen könnte, dann hätte ich ja wieder mehr Zeit für die Kinder. Das wäre ja sehr positiv. Die Ausstellung versucht, eine Vielzahl an Perspektiven zu geben und die BesucherInnen immer wieder aufs Neue zum kritischen Hinterfragen anzuregen. Beispiel wäre, dass wir einen Film zeigen aus Japan, wo ein Roboter in der Sterbehilfe eingesetzt wird. Das heißt, dieser Roboter hält den Arm und streichelt den Arm. Und das ist in Deutschland noch nicht erlaubt. Da gibt es zwar die Pflegerobbe, aber noch nicht diesen Hospizroboter. Und das ist natürlich auch eine riesige gesellschaftliche Diskussion, vor der wir stehen. Das würde ich mir wünschen, dass Besucherinnen und Besucher da zum kritischen Nachdenken kommen. Out of Office drängt die BesucherInnen keinesfalls in eine bestimmte Richtung, sondern will eine Basis für Informationen und Partizipation schaffen. Fragen um Ethik und Chancen von Robotik und KI können im Forum noch bis zum 19. Mai im Museum der Arbeit sowohl analog als auch digital diskutiert werden. Wem gehört die Stadt? Dieser Frage geht die Ausstellung Schöner wohnen in Altona auf den Grund und schickt ihre Besucher auf eine Zeitreise durch die Entwicklung des Stadtteils von 1890 bis heute. Wohnen im Nationalsozialismus bedeutete tatsächlich für jeden Menschen etwas ganz anderes als Wohnen heutzutage. Die Gesetze waren die einer Diktatur und das hieß in der Konsequenz, dass verfügt wurde, dass deutsche jüdische Abstammung nicht mehr bei sogenannten arischen Vermietern leben durften. Jüdische Bewohner werden vertrieben, viele weitere Menschen verlieren ihre Wohnungen. Der Zweite Weltkrieg zieht schwerwiegende Folgen nach sich. Und der Traum vom heilen Zuhause ist mit einem langen Wiederaufbau verbunden. In den 60ern ruft eine Zeitschrift die Bürger dazu auf, diesen Traum in Form eines Modells darzustellen. Puppenhäuser sind deswegen für Historiker so sehr spannend, weil sie die Wohnideale, die Wohnwünsche einer Zeit ganz wunderbar auf den Punkt bringen. Man baut ein Puppenhaus für sein Kind, genau so, wie man sich selbst das bestmögliche Wohnen vorstellt. Und das wechselt eben, je nach Jahrzehnt, in dem man lebt. Manchmal muss das bestmögliche Wohnen jedoch erkämpft werden. In den 70er Jahren soll Ottensen flächensaniert werden.
Die Anwohner gehen dagegen erstmals auf die Straße. Sie protestieren, mischen sich ein und verändern dadurch erfolgreich die Stadtplanung. Bürgerbeteiligungsverfahren sind heute ein ganz wichtiger Teil eines solchen Planungsprozesses. Das haben wir zum Beispiel bei der Planung der Mitte Altona gesehen. Ohne den Input im Zuge der Bürgerbeteiligung wäre es nicht zu der Idee gekommen, dass man das Thema Inklusion zu einem der Leitmotive für die Planung dieses neuen Quartiers macht. Deshalb lässt die Ausstellung die Anwohner und Anwohnerinnen Altonas auch in der Ausstellung zu Wort kommen. Zu sehen sind kleine Interviews und Kommentare von Experten. Im Altonaer Museum kann man einen Blick in die Geschichte und Zukunft des Bezirks werfen. Noch bis zum 24. Juni 2019 stehen den Besuchern hierfür die Türen offen. Am 23. Dezember 2018 wäre Helmut Schmidt 100 Jahre alt geworden. Die Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung widmet ihm jetzt eine Fotoausstellung. 100 Bilder aus 100 Jahren erinnern an einen außergewöhnlichen Politiker. Wir würdigen die Lebensleistung von Helmut Schmidt, halten aber auch immer wieder den Finger auf die Punkte, die eben nicht eine Würdigung allein sind. Also wir machen das auf der Höhe der zeitgeschichtlichen Forschung. Wir machen natürlich keine Heiligengeschichte hier, sondern wir wollen auch immer wieder das Konflikthafte, das Interessante, das, wo Reibung entstand, wo Konflikte da waren. Das ist ja das, was auch für die Vermittlung viel spannender ist. Vermittelt wird Schmidts Leben chronologisch. Ein Zeitstrahl bettet die Bilder in ihren zeitgeschichtlichen Zusammenhang ein und Texttafeln bieten Zusatzinformationen. Zu sehen sind Aufnahmen aus seiner Kindheit in Barmbek, von seinem politischen Wirken und private Momente. Es gibt auch eben einige Bilder, die noch gar nicht gezeigt worden sind. Zum Beispiel hängt ein Bild, das Schmidt im Wahlkampfzeit 1976 in Altona in der Fabrik. Und das ist eher improvisiert. Er hat einen kleinen flachen Tisch. Auf dem flachen Tisch liegt sein Manuskript, von dem muss er ein bisschen ablesen. Aber das ist so niedrig, dass er sich breitbeinig hinstellen muss. Und das sieht alles ein bisschen handgestrickt aus. Man sieht, das ist ganz toll ausgeleuchtet, das ist großartig komponiert, dieses Bild. Helmut Schmidt verstand es, sich zu inszenieren. Eine Ausnahme stellt ein Foto aus dem Jahre 1977 dar. Als erster deutscher Bundeskanzler besuchte er das Konzentrationslager in Auschwitz. Da sieht man das Gesicht, was er da macht. Das ist jetzt nicht für die Kamera, sondern da hat man das Gefühl, da kriegt man den Schmidt zu greifen. Der ist wirklich, das macht den wirklich fertig, an diesem Ort zu sein. Dass wir Deutsche Einheit nur in einer europäischen Friedensordnung von wechselseitiger Achtung und Respekt erstreben. Helmut Schmidt sehen und hören. Das können Besucher der Fotoausstellung 100 Jahre in 100 Bildern noch bis zum 31. März. Erweitern, nach Osten erweitern, wenn wir diese europäische Friedensordnung erreichen wollen. Lieber Karl, hier sende ich dir mein versprochenes Bild und hoffe, dass es dir gefällt. Es geht mir noch gut und ich von dir dasselbe hoffe. Feldpostkarten waren im Ersten Weltkrieg ein wichtiges Medium, um Freunden und Angehörigen ein Lebenszeichen zu senden. Das Medizinhistorische Museum zeigt jetzt eine Sammlung, die einen etwas anderen Blick in die Krankengeschichte gibt. Denn oft wurden die Verwundeten und Kranken selbst zum Motiv der Postkarten. Es gab Fotografen, die in die Lazarette gekommen sind, die Patienten fotografiert haben und diese Karten oder diese Fotos den Patienten dann wieder als Karten verkauft haben. Und die Patienten haben diese Karten dann beschrieben, haben teilweise auch erklärt, wo sie zu finden sind, falls man sie schlecht erkennen konnte, und haben diese Karten dann als Lebenszeichen an ihre Angehörigen verschickt.
Es geht mir noch gut. Ein zentraler Satz der vielen Postkarten und oft einziger Hinweis auf die Verfassung der Verwandten. Denn die Grauen des Krieges, den Schmerz und die Verletzungen sparen die Überlebenden meist aus. Und auch die Bilder wirken gestellt. In immer gleicher Anordnung werden Kranke wie Pfleger in scheinbar idyllischer Umgebung abgelichtet. Einblicke in das wahre Leben im Lazarett? Fehlanzeige. Also bei den Postkarten geht es wirklich darum, die Angehörigen zu beruhigen, zu sagen, mir geht es gut, hier ist alles in Ordnung, ich bekomme Essen, ich werde umsorgt, gepflegt irgendwie, ich befinde mich am Weg der Genesung. Auf den Postkarten haben wir immer den strahlend weißen Verband. Also der Verband, der zwar auf diese Verwundung hindeutet, aber sie nie sichtbar macht. Ganz selten wird sozusagen da irgendwie lamentiert oder es wird über Ängste geschrieben oder über die katastrophalen Zustände, die sie auch tatsächlich in diesen Lazaretten gegeben hat. Katastrophale Zustände gab es auch in den zahlreichen Lazaretten in Hamburg. Vor allem Schulen und Krankenhäuser wurden provisorisch hergerichtet. Die Sonderausstellung geht an jene Orte zurück und gibt den Besuchern Einblicke in diesen Teil der Stadtgeschichte. Das, was das Lazarett ja so zu einem ganz besonderen Ort macht, ist, dass es ein Raum auf Zeit ist. Es ist ein temporärer Raum, der ganz schnell sozusagen eingerichtet werden muss. Und zwar in Räumen, die nicht dafür vorgesehen sind. Also in Hamburg waren das vor allem Schulen, die als Ausweichquartiere genutzt worden sind und die dann innerhalb von 3-4 Tagen geräumt werden mussten. Da ging der Befehl an die Schule, wir brauchen das als Lazarett. Und dann sind die Lazarette eingezogen und mit ihnen die Verwundeten, oft zum Missfallen der Eltern, die ihre Kinder weiter in die Schule schicken wollten und die eigentlich auch, das zeigt sich in den Quellen auch ganz deutlich, eine große Angst hatten, dass sich die Kinder anstecken könnten. Die Sonderausstellung Lebenszeichen, Fotopostkarten aus den Lazaretten des Ersten Weltkriegs, kann immer mittwochs sowie am Wochenende im Medizinhistorischen Museum auf dem Gelände des Universitätsklinikum Eppendorf besucht werden. Der Schlager-Move sorgt immer wieder für Auseinandersetzungen. Für die einen bedeutet er Spaß und Ausgelassenheit, für die anderen Dreck und Lärm. Nach erneuten Diskussionen im City-Ausschuss soll nun aber erstmal geklärt werden, ob die St. Paulianer sich wirklich an dem Schlagerfest stören. Gesagt, getan, wir haben mal im Stadtteil nachgefragt. Ich bin jetzt seit 6 Jahren hier, 6 davon miterlebt, ziemlich asozial, also wirklich ziemlich asozial. Ab 12 fing wie alle Stutz besoffen, sehr viel Lärmbelästigung. Danach sieht es hier 5 Tage aus wie Sau, irgendwie Uringeruch, Kotgeruch, den du nicht los wirst. Ich finde es anstrengend. Häuserwände werden genutzt, um dagegen zu pinkeln, dagegen zu kacken. Das ist ziemlich eklig und für uns Anwohner echt beschissen. Aber im letzten Jahr, das kann ich jetzt auch selbst bestätigen, waren sehr, sehr viele Toiletten aufgestellt. Das zum Beispiel ist ja auch wirklich ein Zeichen dafür, dass die Veranstalter es ernst meinen. Ich persönlich mag den Schlager-Move gar nicht. Von daher möchte ich natürlich auch nicht, dass er bei mir vor der Tür stattfindet. Das ist ja auch immer eine Frage, mag man das oder mag man das nicht? Also ich finde den Schlager-Move jetzt an sich, ist jetzt nicht so meine Veranstaltung, aber ich glaube, ich würde ihn nicht verbannen. Ich glaube, man muss halt irgendwie gucken, dass man vielleicht irgendwie so ein bisschen mehr Toiletten etc. oder sowas aufstellen kann, auch wenn das nicht immer funktionieren würde, glaube ich. Auf jeden Fall schön, wenn der Schlager-Move hier auf St. Pauli bleibt. Profitieren alle von, einmal von einer guten Stimmung und auch die Geschäftsleute, alle. Macht Spaß. Ich hoffe, das bleibt hier. Wir sind angekommen, hier am Fischmarkt und auch am Ende unserer Sendung. Für mich bedeutet das, dass ich mich jetzt nach Hause begebe oder noch einen kleinen stürmischen Spaziergang mache. Genießt ihr auf jeden Fall das doch noch winterliche Hamburg und schaltet zur nächsten Sendung am 27. Februar wieder ein. Wer uns bis dahin vermisst, kann uns natürlich jederzeit digital besuchen. Bis dann, macht's gut.